Das Werk in Mühlhausen ist für uns strategisch wichtig. Wir haben hier ein sehr performantes Werk, wo wir wirklich von Portugal bis Polen und von Skandinavien bis Sizilien Kunden just in time beliefern können. Wir haben uns für dieses Werk vor 4, 5 Jahren entschieden. Die Energiewende spielt uns rein, die Welt wird elektrisch und digital. Das heißt, wir brauchen Produktionskapazitäten und haben dann weitblickend entschieden, 50, 60 Millionen in Deutschland zu investieren in einen hochautomatisierten Standort. Dann wurde geplant, gebaut, bezogen und angefahren. Unter dem Jahr gab es schon die ein oder anderen Momente, wo man mal schlecht geschlafen hat. Ich glaube, das gehört auch in so einem Projekt dazu, wie beim Fußball. Wenn man den Erfolg haben muss, muss man vorher auch ein bisschen zittern. Und jetzt ist es geschafft. Natürlich ist man dankbar, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Ende mitgezogen haben. Jeder hat auf jeden etwas geguckt und das wirklich bei gleichzeitig vollem Auftragseingang. Also es konnte sich keiner zurücklehnen. Jetzt ist es aber auch die Aufgabe, dass wir in einen resilienten Zustand kommen. Wir packen mal alle zusammen an, aber dann muss man auch mal wieder sich ausruhen, durchschnaufen vor dem nächsten Projekt. Wenn ein Unternehmen wächst, muss man auf der einen Seite Weitblicker sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, die Werte haben sich die letzten Jahrzehnte nicht so unterschieden. Wir gehen immer noch sehr herzlich miteinander um, es wird sich noch gegrüßt. Und das sind Dinge, die wir uns bewahren wollen. Ich glaube, Mitarbeiter wollen einerseits in modernen Unternehmen arbeiten, andererseits wollen sie auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl haben und in einem Unternehmen arbeiten, wo es ein bisschen netter zugeht. Die Vorgenerationen, mein Urgroßvater oder aber auch die Großväter davor, die hatten ihre Herausforderungen, haben, glaube ich, in ihrer Epoche das Unternehmen von einer Manufaktur zu einem ordentlichen Werk weiterentwickelt. Toll, wenn die Story weitergeht. Also zu sehen, dass dann jetzt ein Unternehmen mit fast 2500 Mitarbeitern geworden ist und auch, dass ihr Thema, das sie damals hatten, das Thema Blitz- und Überspannungsschutz, überall auf der Welt jetzt präsent ist. Ich glaube, dass die schon stolz werden. Verantwortung übernehmen beginnt beim Unternehmen natürlich, ein Geschäftsmodell zu haben, wo man auch zukünftig erfolgreich ist und natürlich auch bei unserer Umwelt. Das Gute ist, dass wir Produkte herstellen, die helfen, die Energiewende möglich zu machen. Das Elektroauto hängt an einer Wallbox. Die Welt wird einfach elektrisch und überall auf der Welt brauchst du sicheren Strom. Ich freue mich sehr, dass wir finanziell ein sehr gutes Jahr hingelegt haben, um diese ganzen großen Investitionen zu schultern. Auf der anderen Seite freut mich noch mehr als den finanziellen Erfolg, dass wir uns als DEEN qualitativ die letzten 2 Jahre toll entwickelt haben. Dieser Standort hier, der auch zeigt, dass man in Deutschland kostengünstig, wettbewerbsfähig liefern kann, wichtig für die Zukunft. Andererseits sehe ich auch, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Herausforderungen in den letzten Monaten gereift sind. Und wir sind nochmal wieder ein richtiges Stück besser geworden. Und das stimmt mich sehr positiv für die Zukunft.